Es ist einfacher, in den Club zu gehen und Leute zu können und die sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, als irgendwie in den Ausgang zu gehen und hoffen, dass man auf jemanden nett trifft und vielleicht sich daraus noch etwas entwickelt. Nackt sein, sich präsentieren und sinnlich in Szene setzen. Sina verfolgt neben ihrem Job und einem Vollzeitstudium in Betriebswirtschaft ganz eigene Hobbys. Nebst regelmässigen erotischen Fotoshootings für ihre Modelkartei ist sie aktiv in der Schweizer Swinger-Szene. Dabei geht es ihr um viel mehr als nur um schnellen Sex mit möglichst vielen Menschen. Ganz am Anfang das Gefühl, es ist eine sehr flüchtige Welt. Da kommen Leute ins Leben und verschwinden wieder. Aber mittlerweile haben sich wirklich stabile Freundschaften in dem Sinn entwickelt, die ich sehr schätze. Also ich denke, ich habe in dieser Szene vor allem auch wirklich gelernt, also sehr viel über mich selber gelernt, wer ich eigentlich bin, wo meine Ängste sind, meine Unsicherheiten sind. Wie gehe ich auf andere Leute zu? Wie gebe ich mich? Wie wirke ich? Wenn man es dort schafft, mit wenig Aha auf Leute können zuzugehen und ins Gespräch zu finden, die Scham nicht mehr zu haben, dann hat man sie nachher im Alltag meiner Meinung nach noch viel weniger. Nebst dem Sexuellen scheint Swingen also auch ein stark sozialer und irgendwie recht pragmatischer Aspekt zu haben. Das klingt in der Theorie eigentlich recht logisch und irgendwie verständlich. In der Praxis bin ich etwas nervös. Ich begleite Sina die Inkognito-Party in der Orangerie. Die findet einmal im Monat statt und bietet Paar und einzelnen Frauen die Möglichkeit, ihre Fantasie freien Lauf zu lassen. Hinter der filigranen Maske fällt es vielen leichter, sich ihrer Lust offen hinzugeben. Ich habe das damals durch meinen Lebenspartner, den Urs, kennengelernt, heutig Ehemann. Man kann sagen, dass die Orangerie ein Swingerclub ist, aber es ist zugleich ist es auch ein Wellbeing-Club. Also man kann hier alles. Es gibt manchmal Männer, die für Frauen überraschen mit einem Swingerclub, suche ich das erste Mal und sagen nichts. Und Frauen sind weder rasiert noch parat. Also nicht Kleider, die richtigen dabei und nicht Bein rasiert und nicht Schneckli rasiert und nicht Därm rasiert und nicht die richtige Frisur und nicht das richtige Make-up. Also das ist eine Katastrophe. Die Männer, die sollten wissen, dass man nicht wie eine Hyäne drauf loskumpelt, sondern dass ein bisschen Abstand und das Lächeln, dass das viel mehr bringt, als wenn man einfach kletterhaft hinten anrennt. Und die Damen, denen sage ich oft, du, grind ab und durch. Ihr müsst es einfach probieren, sonst habt ihr etwas verpasst. Bist du gut im Abend angekommen? Ja, ich bin schon mit meiner Begleitung eine erste Runde gemacht. Oh, sind wir schon, zurückgezogen? Wir haben uns schon zurückgezogen, genau. Ja, ich bin mit jemandem da, ja, den ich schon mal gesehen habe. Aber wir können uns noch nicht wirklich. Und als wir an der Bar waren, haben wir ein bisschen geschwätzt. Das ist eben das, was das Knistern, das dann anfängt. Und wo man dann so das Gefühl hat, komm, wir warten jetzt nicht mehr länger, wir gehen jetzt rauf. Ja, es war so der Start jetzt. Es war schon mal ganz schön. Und dann geniessen wir es nachher eigentlich noch umso mehr.